Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's mal wieder hier in der Wildnis und das wohlgemerkt mit vollen Taschen. Denn wir haben ja beim letzten Mal ganz gut Zeug gefunden und ja, von daher können wir uns jetzt eigentlich überlegen, ob wir das ganze Zeug entweder hier drüben verstauen, in der Anglerhütte oder gleich direkt zu Hause. Ich denke, das macht fast mehr Sinn. Weil dann haben wir die Beute gleich mal unter Dach und Fach und da vorne rennt unser Abendessen rum. Na komm, halt dich still. Ah, Meister Petz ist auch schon wieder unterwegs. Ah, ob ich ihn da gescheit erwische? Na gut, das war nix. Da habe ich auf gut Glück hingezielt. Naja, dann gibt es halt kein frisch erlegtes Wild zum Abendessen, sondern das, was der Kühlschrank hergibt. Ist ja auch nicht gerade wenig. Da haben wir ja genügend zu Hause. So, finden wir hier noch was Schönes. Ah ja, da haben wir was. Da haben wir sogar noch eine Munitionstasche hier drüben. Die lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Mit Schießpulver ohne Ende. Und da ist gleich noch eine Tasche. Einwandfrei. Ah ja, Schrotpatronen. Immer gerne gesehen. Genauso wie Metallschrott. Ist auch immer gerne gesehen. Na? Sollte ich die Fasern schon einsammeln, wenn ich extra drüber laufe? Da vorne gibt es gleich nochmal Beute. Hühnchen, was machst du denn? Quer doch den Fluss. Schon wieder eine Kiste. Aber zum Glück bringe ich noch alles unter. Das ist der große Vorteil, Wolf. Ah, super. Gib mir ausgerechnet in dem Moment die Ausdauer aus. Aber das hat er auch gleich mit seinem Leben bezahlt. So, das Fett hätte ich eigentlich schon ganz gerne. Machen wir es eher so. Ist, glaube ich, gescheiter. Ist zwar trotzdem nicht schön, die Basis wird angegriffen. Das ist ja noch weniger schön. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, es ist nicht schön, wenn man hier das Zeug nicht mehr unterbringt und immer ausselektieren muss, was man mitnimmt und was nicht, aber das hat gerade komplett an Bedeutung verloren. Oh, ob wir das noch rechtzeitig nach Hause schaffen? Ich brauche kurz was zu futtern. So, schnell durchsprinten. Vielleicht schaffen wir es noch. Obwohl, ist schon relativ weit. Naja, ich muss ohnehin nach Hause. Gleich mal alles durchladen auf dem Weg dorthin. Na, Gewehrpatronen haben wir keine mehr. Und schon geht mir wieder die Puste aus. Das passt mir natürlich jetzt mal überhaupt gar nicht. Naja, kann man nicht ändern. Kann mich nur auf das Schlimmste gefasst machen. Und auf dem Weg dorthin alles einsammeln. Was wir irgendwie mitnehmen können. Da haben wir nochmal Fasern da oben. Nein, Bär, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ich muss nach Hause. Und zwar schleunigst.
Also wenn mich meine Augen gerade nicht getäuscht haben, dann ist da gerade sowieso ein Jäger zum See gelaufen. Hören tue ich nichts mehr. Oh, die waren aber schon da. Ja, die waren schon definitiv da. Die haben sich da ein bisschen ausgetobt. So, gleich mal Bestandsaufnahme. Wie schaut's aus? Da schaut's noch vergleichsweise gut aus. Da schaut's auch noch relativ gut aus. Wie gesagt, relativ. Aber ist der? Nee, der Jäger ist gar nicht da. Nur gut. Ist vielleicht auch besser für ihn, wenn der nicht da ist. Ja, da fehlt was. Da fehlt das Fundament. Aber ansonsten glaube ich, im Großen und Ganzen schaut es ganz gut aus. Eieiei. Ja, da ist man mal kurz nicht zu Hause und dann sowas. Da darf man echt den Jägern hier nicht den Rücken zudrehen. Nun gut, wenigstens haben wir wieder richtig viel Zeug gefunden. So, Asche gehört hier nicht rein. Das Anzündkit können wir da noch verstauen. Kleber können wir noch verstauen. Halt, falsch. Da haben wir auch noch Kleber, okay. Das kann auch weg. Das kann auch alles in die Kiste rein. So weit, so gut. Schaut es wieder ein bisschen noch was aus. So, die Sonne geht allerdings wieder gleich unter. Von daher nutzen wir noch die letzten Sonnenstrahlen. Und zwar um Holzrand zu schaffen. Heute haben wir genügend gesammelt. Aber Holz hätte ich auch gerne. Weil vielleicht können wir uns dann das ein oder andere wieder in der Nacht bauen. Masse sollten wir eigentlich genügend haben. Strom denke ich auch. Mal schauen, was es wird. Da hinten sehe ich allerdings noch eine Tasche in der Ferne. Könnte man es eigentlich auch noch kurzerhand holen. Wenn wir schon hier draußen sind, machen wir das doch glatt. Ah, zwei sogar. Ist eine Baukiste oben auch noch, die wir mitnehmen können. Dann hat sich's ja gleich doppelt rentiert. Ja, das hat sich auf alle Fälle rentiert. Dreimal Metallschrott. Das war's wert. Was gleich nochmal Metallschrott da vorne. So, reicht erstmal, würde ich behaupten, vom Holz. Zumindest für den Anfang. Machen wir hier aber ruhig gleich mal wieder die Erdbohrer an, damit wir da auch wieder zu Eisenerz kommen, weil die sind jetzt eine Zeit lang nicht gelaufen und das kennt man auch. Könnte natürlich auch noch einen dritten bauen, aber ich glaube, das braucht es nicht. Ah, gut, die Upgrades sind alle installiert. Passt. So, einmal anmachen. Und zweimal. Und schon können wir den Leuchtstab wegpacken.
Beziehungsweise eigentlich können wir uns das Licht hier auch sparen, weil wir haben ja dafür unsere Werkbank gebaut. Aber so ganz ohne ist es doch ein bisschen duster. Aber da könnten wir uns doch gleich mal, weil ich das ja sowieso machen wollte, die zweite Werkbank bauen. 120 Masse, okay. Das kriegen wir aber zusammen. Das ist kein Problem. Haben wir noch irgendwas zum Einschreddern? Die können wir nehmen. Und den Rest machen wir dann mit dem Fabrikator. Ist ja nicht viel, was wir brauchen. Haben wir noch Biokraftstoff? Läuft hier wieder alles auf Hochtouren. Ah, sehr schön. 32 mal Biokraftstoff. Das trifft sich doch gut. So, was haben wir jetzt noch gebraucht? Ein paar Bretter, elektrische Bauteile und Metallschrott. Elektrische Bauteile haben wir hier und Metallschrott haben wir da auch. Haben wir ja alles da. Was wir brauchen. Wie schaut es eigentlich da aus? Okay, haben wir auch genügend Sauerstoffflaschen? Erhöhte Effizienz, könnte man da mal das Upgrade da reinpacken. Wahrscheinlich auch bei unserer Destille, oder? Und da könnte ich auch mal den Stromverbrauch ein bisschen senken. Ja, gäbe so viel zu tun. Aber gut, jetzt gibt es erstmal die zweite Werkbank. Die habe ich mir schon so lange vorgenommen. Und heute gibt sie. Heute wird sie gebaut. Leuchtstab haben wir ja hier. Brauchen wir dann allerdings wieder einen für zu Hause. Gut, Stoff. Das ist ein Ding des Möglichen. Okay. Fertig ist sie. Müssen wir sie nur noch platzieren. Ich habe mir das ja so gedacht, dass wir die direkt hier so hinbauen. Ja, passt. Und dann packen wir da nämlich den zweiten Leuchtstab rein. Machen dann im Anschluss gleich noch das Licht aus. Ich wollte hier gerade schauen. Ne, da habe ich nichts mehr Verderbliches dabei. Nicht, dass ich da einfach hier spazieren gehe. Machen wir das Licht noch aus. Ja, merkt man. Wobei ich fast denke, dass es sinnvoller wäre, wenn ich eine Werkbank hier so hinsetze und die andere eher ins andere Eck. Weil so wahnsinnig viel bringt der zweite Leuchtstab nicht, oder? Nicht so wirklich. Habe ich zumindest das Gefühl. Nee, also der Effekt ist zwar schön und gut, aber so wahnsinnig bemerkbar macht er sich da nicht. Aber gut, das könnte man ja trotzdem noch austesten, jetzt wo es dunkel ist. Machen wir das einfach mal. Ist, glaube ich, ein bisschen heller. Zumindest kommt es mir so vor. Wird allerdings hier noch eine fehlen in dem Bereich bei der Küche. Drei Werkbänke und dann hätten wir eigentlich hier den Raum komplett beleuchtet. Zwar nicht so wahnsinnig gut beleuchtet, aber man könnte was erkennen in der Dunkelheit. Nun gut. Aktuell können wir trotzdem noch die Glühbirne einschalten. Das müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen. Wir könnten ja die Kiste jetzt letztendlich dahin packen. Müssen wir mal schauen, dass das noch was ausschaut.
Passt es oder passt es nicht? Das passt. Ja, ah, passt sowieso perfekt zwischen die Werkbank. Und dann lassen wir die hier einfach mal stehen. Testen wir es nochmal. Gut, jetzt kommt natürlich nicht so viel Licht hier rüber. Dadurch, dass das eine hohe Kiste ist, leuchtet die zwar schön an die Kiste ran, die Werkbank, aber das war's dann auch schon. Ja, passt noch nicht ganz so. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine bessere Idee, wie wir es machen könnten. Es sei denn. Wir nehmen die Kiste hier und packen die dahin. Hört ihr das? Okay, kommt nur zum Fischen vorbei. Ja, das ist jetzt echt die Frage. Oder. Wir nehmen mal die hier. Packen die hohe Kiste entsprechend darüber. Und dann nehmen wir die hier. Und packen die entweder direkt unter die Werkbank rein. Na. So könnte man es machen. Das wäre zumindest platzsparend, aber weiß nicht, irgendwie schön ist es nicht. Dafür aber selten. Das wäre auch ein Ding des Möglichen. Gut, jetzt sieht man es natürlich nicht so deutlich, weil es draußen wieder hell wird, aber ich denke, ein bisschen besser ist es. Naja, wir können ja immer noch umräumen. Das ist ja noch nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist. Rennt der gerade weg oder sucht er gerade Ärger da draußen? Okay, der rennt weg. Das wird auch sein Glück sein, dass der das Weite sucht. Das wird auch echt sein Glück sein. Okay. So, machen wir jetzt aber trotzdem nochmal an. Ich will hier keine Höhlenstimmung haben in meiner Basis. So, das alles können wir wegpacken. Das brauchen wir nicht. Jetzt wird es zwar wieder ungewohnt mit dem Umräumen. Total ungewohnt. Aber da müssen wir jetzt durch. Wie schaut es eigentlich hier mit dem Laser aus? Okay, hat noch ein bisschen was gefördert. Können wir aber trotzdem gleich mal wieder Erze reinpacken. Damit der da immer was zu tun hat. Licht haben wir auch wieder. Und halt. Nee, falsch. Biokraftstoff. Da wollte ich hin. Gleich wieder nachtanken. Dass mir da ja nichts ausgeht. So, das habe ich jetzt da. Ich kenne mich noch nicht aus. Das merkt man wahrscheinlich auch fast überhaupt gar nicht, dass ich irgendwie ja ziemlich planlos bei den Kisten umherlaufe. So, da will ich noch hin. Kaum stellt man was um, schon kennt man sich nicht mehr aus. Sowas aber auch. So, ich habe Kohldampf. Ich habe Kohldampf und zwar auf was Gescheites, aber wir haben blöderweise fast keine Kartoffeln mehr. Wir könnten mal raufschauen, wie es mit der Ernte ausschaut. Das könnten wir tun. Und das werden wir auch tun. Hat sich da schon was getan zwischenzeitlich? Ja, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Tomaten können wir pflücken. Einwandfrei. Dann aber natürlich auch gleich wieder was anbauen.
Und da drüben genauso. Ah, Wasser fehlt, okay. Da fehlt auch Wasser. Aber das haben wir gleich. Ah, die Zwiebeln kann ich noch pflücken, umso besser. So, machen wir das hier dann voll. Alt, falsch. Eigentlich wäre es gescheiter, wenn ich mir noch eine zusätzliche Flasche holen würde. Das wäre fast sinnvoller. Dann brauche ich nicht so oft hin und her laufen. Würde man meinen, dass das effizienter wäre. So, aber jetzt kann sich das Gemüse auch nicht mehr beschweren. Da haben wir jetzt alles reingepackt, was ging. Wunderbar. Zwar nicht so eine wahnsinnig üppige Beute, aber immerhin, ein bisschen was ist es trotzdem an Gemüse. Und ja, ich würde sagen, heute mal rauf aufs Dach zum Abschluss dieser Folge. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge von Subsistence wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, macht's gut, bis dahin, Servus.